Hallo, liebe Tabletop-Freunde! Länger nichts gehört von mir. Ich dachte mir heute zum Feiertag, mal eine kleine Idee umzusetzen, die ich von den Kollegen und Freunden gesehen habe, weil wir basteln ja alle ab und zu mal so Würfelunterlagen. Haben auch schon selbst für den Hobby-Bunker welche aus Styrodur gebastelt. Vom Kollegen habe ich das allerdings noch ein Stückchen cooler und einfacher gesehen. Wie ihr seht, habe ich auch tatsächlich alles hier, alles Notwendige oder fast Notwendige. Das wird jetzt quasi auch kein richtiges Video in Form von ich zeige es euch Schritt für Schritt, jede Minute, jede Sekunde. Ihr braucht nicht viel. Ihr braucht so eine Filzmatte oder zwei oder drei. Ich habe jetzt erstmal nur eine, ich muss gleich nachher noch zwei holen. Eine alten Kuchenbackform, Pizza, Blech, was auch immer, das, was ja man gerade von der Frau in die Hände bekommt. Kleber. Am besten Heißklebepistole, weil es einfach schneller geht. Ich guck mal, wie ich das mit dem normalen Kleber hinbekomme und fixiere. Und ja, dann sage ich mal es gibt so spezielle Stoffstifte, aber ihr könnt auch ganz normalen. Ich habe hier so einen Buntstift genommen. Der zeichnet sich ganz, ganz gut ab. Und eine Schere. Was ihr zu tun habt, ist eigentlich nicht viel, denn ihr braucht ja im Prinzip eine Würfelfläche. Die Außenseiten sollten gepolstert werden, damit das halt nicht immer klimpert. Und man kann oder man sollte theoretisch auch die Unterfläche, sage ich mal, mit einem Filz versehen, damit es einfach nicht ja auch immer scheppert. Die Außenfront, die muss man gucken, ob man die tatsächlich macht. Das ist eine Ermessenssache. Ganz einfach, ihr legt einfach nur dieses ja, Blech hier drauf, nehmt den Stift, umrandet das quasi komplett. Dann habt ihr die feine Linie, genauso wie die Außenflächen. Man kann theoretisch auch dickere Filzstreifen schneiden, wenn man nicht so viel verschnitten haben möchte. Den klebt man hier dann dran mit der Heißklebepistole und mit der Schere schneidet man dann quasi Schritt für Schritt alles ab. Ich habe es ein bisschen, sage ich mal, feiner gemacht. Ich habe es quasi hier rumgelegt, rumgezogen und habe damit quasi die Fläche dann auch für die Innenseite, klebt die dann einfach dran. Ja, in diesem Sinne. Wer die Idee cool findet, kann die gerne umsetzen, weil eine separate Würfelfläche ist immer gut. Man weiß, dass die Tische alle unterschiedlich sind. Nicht jeder mag die Würfelunterlage als Tisch quasi die Konsistenz. Konsistenz, verdammt, was habe ich hier? Wie Struktur, das haben wir gesucht, das Wort. Genauso wie so eine Spielmatte. Spielmatte ist auch cool, bloß ich zum Beispiel bin nicht so der Freund von den Würfeln auf so einer Spielmatte, weil das so ein, ja, so Mauspad-ähnliches Feeling ist, da springt mir der Würfel irgendwie zu sehr. Es ist eine, keine Ahnung, so eine Monk-Geschichte. Ja, vielleicht inspiriert euch das ein bisschen. Das Coole ist natürlich, dass man diese Würfelunterlage tatsächlich gestalten kann, wie man möchte. Das heißt, von der Struktur her, man kann tatsächlich so eine ganz normale Modelleisenbahn-Matte nehmen, zum Beispiel, wenn man da Reste hat. Man kann natürlich so eine Filzmatte holen, die gibt es in verschiedenen Farben. Das heißt, man kann seine Armee anpassen. Ich wette, es gibt auch noch Möglichkeiten, solche Matten zu gestalten in Form von Stiften oder vielleicht auch gibt es in der Druckerei eine Möglichkeit, wenn man da so ein Inquisitionszeichen drauf haben möchte oder ähnliches. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Ihr könnt gerne natürlich auch mal ein Video aufnehmen oder ein Bild machen von eurer Würfelunterlage, die ihr benutzt. Ob ihr eine benutzt, ob ihr sie selbst gebastelt habt. Ja, in dem Sinn bin ich erstmal raus. Ich bastel jetzt fröhlich und dann gucke ich mal, ob ich mit dem Stoff hinkomme. Ansonsten kommt gleich noch ein Nachanhang. Hihi. Tschüss. Ja, für dich, ihre. Ja, hat doch geklappt, auch mit einer Matte, wie ihr seht. Feintuning ist noch ein bisschen möglich, das heißt, ich hatte leider keine Rasierklinge da, musste ein bisschen hier so ein Teppichmesser herhalten, weil mit einer schönen Rasierklinge könnte man halt diese Kante 1A bündig schneiden. Also mal so machen bin ich aber zufrieden. Ihr könnt natürlich noch variieren in der Höhe, die es gibt, weil ich hatte jetzt hier tatsächlich ein Pizzablech genommen. Aber ich muss sagen, zum Würfeln ist es sehr angenehm. Wie ihr seht, man kann natürlich auch andere Materialien nehmen, wie vorhin besprochen. Also wenn ihr sagt, okay, mir ist das Material nicht ganz so optimal, könnt ihr natürlich selbstverständlich, weiß ich nicht, alles Mögliche nehmen. Von Fliese
Nein, Spaß. Vom Vlies, Grasstreu, grasschädig, Matten. Ihr könnt tatsächlich auch so ein Mauspad nehmen, also diese Nylon-Geschichte. Ich weiß gar nicht, welches Material das ist. Geht halt alles. Aber ihr seht, man kann mit wenig Aufwand und Geld so ein Ding basteln. Das ist, ja, lass mich raten, das ist jetzt Kleber. Was kostet Kleber? Keine Ahnung, 2 Euro. Wenn man eine Heißklebepistole hat, ist es sogar noch besser, weil es einfach schneller und besser geht, definitiv. Also es hält wesentlich fester. Das muss halt alles erstmal noch durchtrocknen. Aber kostet Kleber 2 Euro. So ein Blech kostet, lass es mal 3 Euro sein, sind 5 Euro. Filz kostet vielleicht höchstens auch 2 Euro, bist du bei 7 Euro. Also das sind noch nicht mal Materialkosten für 10 Euro. Wem es gefällt, ja, der kann es gerne nutzen, nachbauen, also dementsprechend seid frei, ist auch ziemlich cool, also ihr seht, ich habe jetzt nur improvisiert, ich habe leider nur die eine Filzmatte gehabt, dementsprechend sind jetzt nur 3 Filzfüße, die nicht schön sind drunter, wird noch geändert, ich werde wahrscheinlich nochmal so eine Filzmatte holen und genauso eine Filzmatte einfach nochmal drunter legen, weil es dann einfach schöner ist. Von außen werde ich es nicht machen, da kann es ruhig metallisch bleiben. Vielleicht werde ich sogar noch ansprühen, einfach quasi mit Malerkrepp das hier abdichten, abdecken. Und dann kann man natürlich die Metallsache noch gestalten. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dementsprechend kleiner Lifehack aus dem Warhammer Universum oder Tabletop-Universum. Was kann man alles mit wenig Geld und wenig Aufwand an praktischem Material entwerfen? Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wer noch ein paar Vorschläge hat, gerne unten in den Comments. Genauso wie, zeigt ein paar Bilder von euren Würfelunterlagen, wenn ihr möchtet. Ja, in diesem Sinne, schönen Tag euch noch.